zur Chance durch Basti Mai mit seinem Lattentreffer. Und gerade in so einer Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass wir wirklich an Spielkontrolle gewinnen, macht der Gegner aus einem Einwurf für uns, in einem Umschaltmoment macht er das 0-1, wo wir einfach nicht gut verteidigen. Das ist sehr bitter und dann eben mit 0-1 in die Halbzeit gehen. Ich glaube, dass wir aber uns viel vorgenommen hatten, das hat man gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit unbedingt den Ausgleich machen wollten. Was mir sehr gut gefallen hat, ist dann, wie die Mannschaft trotz des Rückstands in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit, wirklich auch mehr Spielkontrolle, mehr Ruhe am Ball, spielerische Lösungen gesucht hat. Wir aber auch den Ball haben besser in unseren Reihen laufen lassen, sind so zu der einen oder anderen Chance gekommen, machen folgerichtig aus meiner Sicht dann ein sehr schönes Tor über die rechte Seite, wo wir einfach auch in der Mitte die Durchschlagskraft mit Kölle sehen, der mit aller Gewalt dort reinfliegt. Nach dem 1-1 muss man dann aber wieder anerkennen, glaube ich, hat Aue wieder hochgeschaltet oder was auch immer. Auf jeden Fall muss man so sagen, so ab der 65. bis zur 80. war Aue wieder die stärkere Mannschaft, wo wir auch Glück haben bei der Hereingabe mit dem Pfostentreffer. Da können wir wieder in Rückstand geraten. Und in den letzten 10, 15 Minuten haben wir aber nochmal alles investiert und man hat wirklich gesehen, dass die Mannschaft auch hier auswärts unbedingt 3 Punkte holen wollte, wo wir hinten raus mit Basti nochmal die große Chance haben, am zweiten Pfosten nach einer Standard, die wir leider nicht reinmachen. So gehen wir mit einem Unentschieden nach Hause, wo ich einfach sage, es war gerade aufgrund der zweiten Halbzeit ein völlig verdienter Punkt und gerade in der zweiten Halbzeit hat mir auch die spielerische Leistung der Mannschaft sehr gut gefallen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Boris Schommers. Ich übergebe das Wort an Jörg Emmerich. Bitte sehr. Ja, Glück auf. Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, man hat bei uns gesehen, dass wir auch uns sehr viel vorgenommen haben. Wir haben das vor allen Dingen in den ersten 15 Minuten, 20 Minuten gut aufs Feld gebracht und haben uns dann ein bisschen durch unsere eigenen leichten Fehler aus dem Rhythmus gebracht und aus dem Spiel gebracht. Und ich glaube auch, dass die Chance vom Mai ging ein einfaches Fehlabspiel vorweg, sodass wir dann uns dadurch ein bisschen verunsichert haben. Oder zumindest waren wir nicht mehr so ruhig und klar. Und der Gegner hat gedacht, hier geht noch was. Ich denke aber trotzdem, dass wir immer fleißig waren, gut trotzdem gegen den Ball gearbeitet haben, haben uns dann auch belohnt über den Boris, der für meine Begriffe ein ordentliches Spiel gemacht hat, auch defensiv sehr gut gearbeitet hat mit dem Bäre zusammen vorn. Und gehen, denke ich, auch verdient 1-0 in die Halbzeit. Kommt dann raus, haben dann in der Kabine nochmal besprochen, dass wir schon ein bisschen mehr Kontrolle brauchen und haben, denke ich, auch die Anfangsphase für uns gestaltet. Ich glaube, der Marcel Bär macht einen Kopfball an den Pfosten. Wenn wir dort das 2-0 machen, läuft das Spiel wahrscheinlich in eine andere Richtung. Hatte nicht das Glück, war auch unheimlich schwierig, so im Rückwärtslaufen und dass er ihn dann noch so reindrückt. Hat er eigentlich gut gemacht und wurde dafür nicht belohnt. Das war bitter. Und dann, denke ich, kriegen wir ein relativ einfaches Tor, wo wir uns nicht gut abstimmen auf der Außenseite. Und dann den Pass in die Mitte kann man vielleicht auch noch ein bisschen besser verteidigen oder muss man vielleicht sogar noch besser verteidigen. Aber auch der Pass in die Tiefe war zu einfach von uns. Wir konnten ja gar nicht mehr blocken oder sonst irgendwas, sind gar nicht mehr dorthin gekommen. Und ja, haben danach wieder reagiert, spielen wieder ein bisschen mit mehr Konsequenz nach vorne, haben das Spiel, denke ich, wieder auf unsere Seite gezogen. Dann schießt Bäre bedauerlicherweise das zweite Mal am Pfosten und ich denke, das waren so diese Schlüsselszenen für mich, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Wenn wir dort die Tore machen, gehen wir sicherlich als Sieger vom Platz, aber das sollte heute nicht sein und am Ende ist es eine Punkteteilung, die wir so hinnehmen müssen. Ja, vielen Dank, Jörg Emmerich, soweit die Statements der Trainer. Wenn es Fragen gibt, dann bitten wir um das Handzeichen, gibt das Mikrofon, bitte sehr. Ja, guten Abend, Dirk Retzlaff, NHZ Duisburg. Moment, machen wir so. Herr Schommers, hallo. Können wir jetzt einen Haken drunter machen? Das erste Offensivspiel-Tor aus dem Spiel herausgespielt? Nehmen wir sehr gerne mit, ja. Machen wir auch da den Haken jetzt, ja. Okay, Sie haben jetzt dreimal in Folge nicht verloren. Es deutet sich an, dass Sie ein festes Spielsystem etabliert haben. Sind Sie jetzt beim MSV Duisburg angekommen? Ob ich jetzt angekommen bin, ich glaube, es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an. Es fühlt sich sehr schön an, gerade wie ich es angesprochen habe, heute auch, dass wir auch heute wieder punktuell vielleicht nur einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, aber spielerisch gerade in der zweiten Halbzeit wirklich da aus meiner Sicht schon einen größeren Schritt gemacht haben, wo ich glaube, das war das erste Mal, wo wir wirklich spielerisch auch so ein bisschen Spielkontrolle hatten. Von daher, glaube ich, gehen wir diesen Weg einfach konsequent weiter. Wir werden im Moment für die Leidenschaft, das Engagement mit Punkten belohnt. Wir wissen, dass wir da weiter dranbleiben müssen, aber heute habe ich sehr viel gesehen, wo ich große Hoffnung habe, dass wir
weitere Punkte bis zum Winter holen werden. Marvin Knoll musste verletzt raus. Haben Sie da schon Kenntnisse? Und die Frage Kaspar Janda, haben Sie da Hoffnung, dass es zum Dresden-Spiel klappt? Also bei Knolli habe ich noch keine genauen Informationen. Er hatte schon Schmerzen an der Hüfte, weiß aber noch nichts Näheres. Das werden die Ärzte erstmal sich anschauen müssen. Und bei Kass hoffe ich aber, dass es Richtung Dresden funktioniert. Da haben wir ja Gott sei Dank einen Tag mehr. Grundsätzlich war es aber so, dass er jetzt noch nicht hundertprozentig den Fuß belasten konnte. Von daher werden wir da weiter über das Wochenende dran arbeiten. Aber ich hoffe, dass er spätestens Mitte nächster Woche einsteigen kann. Ja, dass Sebastian May jetzt die fünfte Gelbe vor dem Dresden-Spiel hat, das kann man sich ja nicht ausdenken im Vorfeld, ist für alle Beteiligten wahrscheinlich mehrfach ärgerlich. Ja, jeder Spieler, der mit der fünften Gelben ausfällt, ist ärgerlich, dass das dann irgendwann passiert. Ich glaube, in so einem Spiel heute kannst du es auch nicht immer verhindern, denn wir müssen zu 100% auch die Zweikämpfer annehmen. Dass Basti sich dann heute die Karte abgeholt hat, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Wir werden dann nächste Woche eine adäquate Lösung für finden. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt auch das erste Stürmertor aus dem Spiel heraus geschossen, was nicht Basti geschossen hat. Also auch andere können nächste Woche die Tore schießen. Gerne. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann freuen wir uns jetzt auf die Lasershow im Stadion und beenden das ganz schnell, damit alle nochmal raus können. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.